Mann, ey, endlich im Studio. Mann, das geht. Was war das für ein Konzert, Mann, ey? Das ist so fett. Ey, Scheiße, es ist Mittwoch. Mann, das geht. Mann, da muss ich was machen, ey. Hey, Digga. Ja. Digga, aufstehen. Digga. Herr Ottmar. Es ist Mittwoch, Mann. Hi, Mann. Hi, was geht? Moin, moin, Digga, was geht ab? Hier, alles klar bei dir. Weißt du was, ich möchte mit dir Musik machen. Digga, also rappen wir mal los. Es ist eine Zeit für Digga-Time, Digga-Time. Hey, Digga, wir müssen dieses Musik-Game ficken und noch besser werden. Wir müssen wieder was tun, wir brauchen Fun und Ruhm. Ey, das klingt sehr gut, ich habe auch richtig Bock drauf, aber du, ich habe nicht so viel Zeit für dich. Ich habe so viel zu tun mit dem Studium und das musst du verstehen. Also, auf Wiedersehen. Ich bin so traurig und allein, ich kann nicht ohne die Digga-Time der Ottmar sein. Ohne meinen Relops kann ich keine Aufnahmen für meine CDs machen, kann keine Beats und Auftritte checken, denn ich brauch die Digga-Time. Hey Digga, wann hast du wieder Zeit für mich? Denn ich brauch dich, meinen Produzenten und besten Freund. Mach nicht so viel um deine Freundmusik, denn ich will so viel mit dir tun. Sag mir, wann hast du wieder Zeit für mich? Lass mir überlegen, Mann, Digga. Ja, Mittwoch 18:30 ist Digga Time. Hey Digga, wo warst du so lang? Es ist doch Digga Time, Digga Time. Wir wollten fleißig sein. Meinst du, mir fallen allein Ottmar Relup Songs ein? Hey Digga, es tut mir leid, ich war die ganze Zeit mit meiner Schatzi. Ich bin so verliebt, es ging alles schief. Ich hab die ganze Zeit geweint, wir haben gestritten und haben uns vereint. Wir wollen irgendwann unser Leben teilen. Und jetzt komm ich auch noch zu spät zu Digga Time, Digga Time. Also check das. Hey Leute, ich wollte euch was erzählen. Ihr müsst das erstmal verstehen. Denn wir haben ein Album rausgebracht damals. Das war Musikklasse. Das war unser allererstes Album. Das war unser erstes Baby. Wir hatten eine Tour durch Deutschland. Die Musikklasse-Tour 2009. Und sind in Hamburg hängen geblieben. Doch die lieben Leute sagten immer nur Digga zu uns. Das war die Kunst und die Geburtsstunde von zwei Digga-Freunden. Offen und gelobt. Denn immer wenn wir uns treffen, ist es Digga Time, Digga Time, Digga Time. Wir treffen uns immer nur für Digga Time, Digga Time. Digga Time, Digga Time, Digga Time, Digga Time.